Also ja, so TikToks, Twitch-Clips zu TikToks machen, in der Art und Weise, wie er das wollte, und er wollte wirklich nur so kompletten, einfachen TikTok-Kram, also wirklich nur ein Twitch-Clip in TikTok-Format umgebaut, ist schon krass einfach. Das kriege ich auch relativ schnell hin. Da hau ich mit doch kaum mal Vorerfahrung. Ein fettes Dankeschön an den Streamer, den Chat und die Mods raus. Aber das hat man halt nicht so direkt rausgehört. Und dann klang es halt so, oh ja, 5 Euro für TikTok, das halt bearbeitet ist und so. Na, das ein bisschen Aufwand, Arbeitsaufwand generiert. Ist fair, ist natürlich nicht fair. Generell ist bei mir auch so. Ja? Ich werde jetzt nicht sagen, wie viele Leute bei mir verdienen, weil ich Leute nicht gefragt habe, ob die wollen, dass ich drüber rede. Das obliegt den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite. Aber wenn ich Arbeit habe, die einfach ist, und bei der ich weiß, okay, ein Studierender mit einem Nebenjob würde das locker hinkriegen, ohne großen Aufwand, weil das halt super simpel ist und da muss man echt kein Experte für sein, dann bezahle ich natürlich nicht den Cutter, der 80 Euro die Stunde kostet. So. Ist offensichtlich. Aber es ist auch wichtig, dass, also ich hab natürlich, Toni, der verdient jetzt schon auch keine 10 Euro bei mir. So viel kann ich, glaube ich, sagen. Das wäre ja auch absolut nicht fair. Weil du, wenn du, weiß ich nicht, für 20 Euro die Stunde arbeitest, bleibt halt nichts übrig. Zahlst Steuern? Ich bin hier gerade Witch. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Du zahlst halt Steuern, Krankenversicherung, so, Miete und dann zahlst du wahrscheinlich sogar oben drauf, weil du irgendwie Essen noch kaufen musst. Das bringt halt nichts. Als Selbstständiger fängst du wahrscheinlich aktuell nichts. Da wirst du keinen Spaß haben, wenn du für 20 Euro die Stunde arbeitest. Wo Mod-Bezahlung? Lustig. Ich habe schon mal überlegt, ob ich... ich habe schon mal überlegt, ob ich einen Donation-Button einführe für Mods. Okay? Das Problem ist, dass das steuerrechtlich... Also das ist halt gar nicht so leicht. Ne? Alle meine Moderatoren... Also ich wüsste halt gar nicht, wie ich das rechtlich genau mache. Ich habe da schon beim Steuerberater drüber geredet und bin immer noch so am Gucken, ob ich Mods entlohnen kann, weil ich schon finde, dass es auf Twitch ein bisschen komisch ist, dass Mods eigentlich übel viel Arbeit machen die meiste Zeit und einfach nichts kriegen dafür. Wir haben das jetzt immer so ein bisschen über so kleine Goodies und sowas geregelt, aber das ist halt natürlich im Vergleich gar nichts zu der Arbeit, die die Leute machen im Chat. Es war aber noch jemand in Admin mit in Office mit Sakuri und mir, also zumindest da die Area. Das heißt, es könnte theoretisch auch irgendwie mal Peerbiss gewesen sein oder ja, so. Ja, als ich oben im Lab war, da waren Smaggy und Sakuri. Smaggy, du bist Specimen runter, oder? Nee. Ich bin runter. Bei Weapons. Ah, du bist Specimen runter, Malerisch. Yes. Okay. Aber ich war mit Smaggy und Sakuri da. Und dann ist einer in die Decon und ja, dann denke ich mal, sagt Julian. Ja, das stimmt, ich war in Lab. Das ist, das sind keine Gerüchte. Also, Sakuri ist in Office gestorben, oder wie? Ja. Genau. Okay. Ja, ich war halt gerade daneben, also bei Lights Out, also ich habe niemanden wirklich gesehen. Ich habe da die Tasks rechts neben Office gemacht. Also Pazzi, ich bin mir ziemlich sicher, du warst neben mir und das ist richtig. Ich habe dich doch auch gesagt, wir waren zusammen am Müll und dann bin ich rechts rausgelaufen. Wo hast du Geisti denn gesehen? Da waren tatsächlich 3 Leute in O2. Ja, das habe ich gar nicht bestritten. Ja, aber wenn ich es nicht bin, dann wirst du doch irgendwas getötet haben, oder nicht? Ich habe Geisti nicht mal gesehen. Das heißt auch, kann irgendjemand gewesen sein, der dazwischen nicht reingekommen ist. Hast du wenig Wort? Hey, ich habe noch ein bisschen über Cutterbezahlung geredet. Jam, warum hast du den... Okay. Okay. Oh, nein, das ist uncool, hallo. War das ein Morphling? Danke an @flosse_83 für mein Geschenk-Abo. Und hallo Flesk und Chat Flesky. Ja, ich hab noch am Ende, ich hab einfach nur mal kurz reingelogen ein bisschen. My time to prime again.
Also ich würde zum einen gerne witchen und zum anderen würde ich gerne Yam erschießen, aber das wird cooldown-technisch wird das echt schwer. Sehr, sehr, sehr schwer, leider. Bad Emotes. Wenn ich nur jemanden finden würde, bei dem ich das entspannt machen kann, weil er an irgendeiner komischen Task steht. Aber hier taskt niemand anscheinend. Hallo. Ich hab nur Yam gefunden. Hallo. 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 Ich habe Malurus gefunden auf dem Weg von Admin zu Specimen. Das sind alle Infos, die ich habe. Falls du noch auf was wartet. Das kam jetzt gerade so, okay, und jetzt? Ja, ich habe niemanden gesehen oder so. Mhm. Maggie, ich glaube, Yam hat dich gewitcht. Wir waren nicht nah genug zusammen. Vlesk, aber ich habe dich auch am Ende gesehen. Vlesk ist mir auch entgegengekommen. Auf dem Weg zu Electrical. Das stimmt, ja. Das bin ich. Was wolltest du letzte Runde eigentlich noch fragen? Die Checks fürs Entertaining kleiner als 3. Ich habe das ganze Meeting geredet. Ich wollte dich fragen, warum du Sakurium gebracht hast. Wer war das da auf dem Boden? Ne, das war Sakurium, das war doch der Neutrale. Das war wahrscheinlich... Wer war noch in O2? Oder es war halt wirklich einfach, die da getötet hat. Ich habe nicht getötet da. War noch jemand daneben. Ach so. Wer war noch in O2? Ja? Flesk, der kam von oben, war kurz in den Caps und ist dann nur drunter gedippt. Ich weiß nicht, ob er mit genug Zeit hatte, um dich zu witchen. Ich weiß aber nicht, wie er herkommt. Flesk hört sich nach krassem Prosecutor an. Dann wärst du automatisch ja Crewmate. Vince hat reported. Jules, hast du mich gewitcht? Natürlich. Perfekt. Nee, dann ist der Fall ja gelöst, oder? Natürlich nicht. Aber Saku, in O2 mussten doch einer von den beiden Killer sein, oder nicht? Von Sakuri und Parzi waren Sakuri ist jetzt tot. Wäre Parzi dann nicht der Safe-Out eigentlich? Wie, was? Sakuri und ich? Was hat Sakuri jetzt damit zu tun? Weil Geist doch in O2 das war Jules, genau. Die das gesagt hat. Ach so, ja. Oh, sorry. Aber wo bin ich ja noch Parzi? Und wird gerade als Witch beschuldigt. Aber ja, ich bin gerade... Ich wurde aber dich, Patsy. Ich würde dich auch. Ich gerade. Du warst mir zu confident. Du warst mir zu confident mit hier. Sie wird als Switch. Oh nein, scheiße, er hat zu viel Votes. Ich bin am Arsch. Ja, Smaggy, ich kann dich gar nicht gewitcht haben. Das war überhaupt nicht smart, weil in jedem Fall. Ja, egal. Warum glaubt ihr mir denn nicht? Okay, die denken jetzt, ich bin Prosecutor. Anscheinend. Vielleicht kann ich das irgendwie ausnutzen. Ne? Das Problem ist halt... Oh, hier ist ein Trickster drin. Ne? Ich würde ganz gerne töten, aber nicht... Nicht so in Vision und ich muss irgendwie wissen, wo die Leute gerade rumdümpeln, damit die sich nicht alle Alibi geben können gleich. Oh, aber Smaggy ist heraus. Oh, ups. Da war ich leider gemutet. Wo? Hast du? Vor Lab auf dem Vent. Hä? Das kann nicht. Ich war in Lab.
Nee, vor Lab auf dem Vent, also vor dem Gebäude, außerhalb von der Tür, links raus bei dem Pylon, also so ein Loch im Boden. Okay. Ja, wo bist du? Ich bin in Office. Kamst du aus Specimen? Ich nicht, nein. Ich bin gerade in Lab reingegangen. Aber wir haben ja einen Trickster und eine Witch, sprich, es gibt keinen Morphling, dann musst du ja, wenn du nicht Imposter bist, bist du ja Jackal und dann muss Jules ja Imposter sein. Und wenn Jules nicht Imposter ist, bist du Imposter. Ja. Und dann bist du... Nee. Warst du was wirklich die Witch? Oh, wow. Oh, weil ich dachte... Ja, aber er konnte ja nur die Witch gewesen sein, weil Smeggy ja mitgeflogen ist. Wäre ich die Witch gewesen, hätte Smeggy ja überlebt. Ich wusste, dass nur noch die Witch drin ist, aber es war für mich halt... Ich war mir nicht sicher. Ach so rum, ja, okay. Ja. Ich bin aber auch ein bisschen stupid. 50-50 so, wie alles im Leben. Ne? Ich bin halt sogar Vlesk gecrossed, er kam so von rechts und dann finde ich so die Leiche und denke mir so, nee, eigentlich nicht suspicious. Das ist eigentlich voll normal. Aber das war der einzige Kill, den ich gemacht habe, glaube ich. Ich habe vorher niemanden getötet. Was, hast du wirklich? Ich habe nur einen Kill gemacht. Ja. Oh, sorry. Vlesk, bist du auch in die Falle reingelatscht? Da oben? Nö. Oh, okay. Ja, sah für mich aus, du bist auch in die Falle reingeladen. Ja, richtig. Deswegen habe ich Geisti getötet, weil ich dann sofort durchgelaufen bin, geguckt habe, wer ist da vor mir schon runtergelaufen und konnte die Falle gelegt haben. Dachte so, bevor der Trevor jetzt weiß, dass unter uns dreien dann halt wir beide als böse sind. Nicht gut. Okay. Ich hab's mich jetzt halluziniert. Ich war doch gerade eben noch neben mir. Du warst auch neben mir. Das kann doch eins zu eins sein. Aber vielleicht ist das so passiert. Man weiß es nicht. Da hat keiner drauf gehört. Hätte Smeggy nicht den Persecutor gecallt, hätte ich eigentlich schon auf Witch gegessen bei Flask, aber well. Ja, der hat halt irgendeinen Stuss. Hab ich ihm nicht geglaubt. Und da hat er mich aus dem Weg geräumt. Ja, das ist so atypisch, ne? Dass ich Käse erzählt habe. Normalerweise redest du nicht so, Flask. Du sagst immer nur gute Sachen. Ja, gut.